Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo. Ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld gemacht. 59.000 haben wir. Ich bin eigentlich hingegangen und habe die ganze Zeit den Baseback-Fahrer fahren lassen. Warte mal, hier Status. Da siehst du auch irgendwie Baseback-Skill 1970, 161 Kilometer ist er bis jetzt gefahren und so. Core-Skill, Battle-Skill, Blabla-Skill. Ohne Scheiß, ja. Dieser Baseback-Fahrer, ne? Ich habe ihn erst, habe ich ihn mit dem fahren lassen. Ich habe ihn aber auch mal mit dem Auto Biaggi fahren lassen. Die ganze Zeit eigentlich immer hier den Leichtgewicht gehabt, ne? Das erste Mal, als ich den hier mit dem Ginetta abfahren lassen, ne? Ich möchte nicht sagen souverän, aber der hat alle drei Rennen am Ende gewonnen gehabt. Kein großer Akt. Beim zweiten Durchgang hatte sich das mal komplett erledigt. Der hat die Karre nur ständig weggeschmissen in irgendeiner Kurve. Der ist so scheiße. Selbst wenn ich den nur auf 2 auf Cruise habe fahren lassen, hat er die Karre weggeschmissen. Also, da fällt ja nichts mehr zu ein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Zu den 8, nee, 59.000. Hier ist noch unser alter Original Ginetta, ne? Der hat schon 143 gelaufen. Ich habe geguckt, wenn du den verkaufst, kriegst du immer noch das gleiche für. Und zusätzlich haben wir noch 4 weitere. Also eins davon bin ich nochmal gefahren. Die anderen, also eins, das war das erste, was er gefahren hat, das war noch gut. Und die beiden waren eine Tortur. Also bis er die gebacken gekriegt hat, ich habe nachher schon so einen Hals gehabt. Und dann bei dem letzten habe ich dann nachher gesagt, weißt du was, du lernst jetzt sowieso nicht mehr. Ich fahre selber. Aber wie gesagt, das ist ja nochmal richtig Kohle, ne? Gelbe haben wir sowieso 2 Stück. Ich verkaufe mal direkt ein. Warte mal eben, muss mal eben was gucken. Das ist aber beides mal. Ist das wirklich der gleiche Gelbton? Ich glaube schon. Weil ich glaube, einen gelben behalte ich. Ich mag den gelben. Ja, ich verkaufe den jetzt her. Ja. Und dann haben wir 69.000. Okay. Folgendes. Weil es hier immer noch 2 Events gibt, wo wir noch nicht tätig geworden sind. Einmal hier die Sports Trucks und einmal MR Challenge. Habe ich mir gedacht, wir gucken mal nach so einem MRK. MRK. Hier gibt es zum Beispiel einen Honda NSX 90, 280 PS, kostet 28. Der hat nur 274 PS, kostet trotzdem 28. Der ist uninteressant. Und ansonsten, die sind eher selten. Kommt hier überhaupt noch einer? Da ist noch einer. 42. Anama. Nicht. Also das ist schon mal viel Geld für so ein Auto. So, dann haben wir hier mit 200 PS für 15,3 so ein Toyota MR2. 200 PS ist ein bisschen Spack, aber direkt darunter gibt es den MR2 GTS. Der hat 245 PS, kostet gerade mal 2 mehr. Und ich sag mal, der ist ja auch nicht ganz so groß. Ich denke mal, der dürfte auch einen Tacken leichter sein als der. Was war das? Der andere? Da, ihr wisst schon. Honda, ne? So einer. Quasi. In etwas billiger. Der wird auch schon flott unterwegs sein. Aber ich glaube, hier mit seiner 245 PS. Auch nicht. Vielleicht ist es eine Fehlentscheidung. Vielleicht sollte man lieber noch die 10 drauflegen.
Aber weißt du was? Auch wenn der Honda geiler aussieht, ne? Ich bin hin und her gerissen, ehrlich, ich bin hin und her gerissen. 280 PS. Acura, ich weiß gar nicht, ist das ein Tuner oder so? Dass das Ding da plötzlich Acura heißt? Was ist das eigentlich in Gelb? Dass der 293 Newtonmeter hat der. Was kommt? Der hat sogar 303 Newtonmeter. Komm, ich mach das jetzt einfach. Ich kaufe den jetzt. Arschlecken. Auch wenn der eine hässliche Farbe hat. Ich mag die Farbe nicht. Scheißegal, wir kaufen den jetzt. Zu spät. Get in car now. Ja. Achso, was ich auch noch sagen wollte, letztes Mal, wir hatten ja schon zwei Rennen gefahren von diesem Cup, ne? Und dann habe ich Escape gedrückt. Ey, jedes Mal passiert mir der Scheiß, ehrlich, jedes beschissene Mal. Was? Dirt und Snow? Kenne ich nicht. Ja, wir dürfen. Das sind auf jeden Fall ein paar mehr Rennen. 5 Runden, okay. Warte. Ich muss natürlich. Wir können ja so nicht ins Rennen gehen. Wieder raus, wieder raus. Ich möchte nur einmal Kontrolle. 224 PS, okay. Nützt ja nichts. Immer wenn du gebrauchten kaufst, Öl wechseln. Komm, mach fertig hier. So, und jetzt sind wir bei 247. Ich bin gespannt, ob wir irgendeine Schnitte haben. Ich vermute mal, wir müssen jetzt sowieso noch was investieren. Achso, hier mit dem Ginetta. Nachdem der dann die Karre immer rausgeschwitzt hat, da ist ein Lotus Esprit fährt damit. Ich werd weich, ey. Nachdem er die Karre immer rausgeschmissen hat, bin ich sogar hingegangen und hab dem bessere Reifen drauf gemacht für 6.000 Dollar. Er hat die trotzdem noch weggeschmissen. Ist nur ganz dezent besser geworden. Also wirklich schlimm. 5 Runden, okay. Na, das geht ja schon. An den kann man schon ganz gut ran. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Und hier können wir ja auch ein bisschen. Nee. Das war so scheiße, ey. Ich fahr mal weiter. Mal sehen. Ach Kacke, die Fahrhilfen. Ja, ich vergesse immer wieder. Jetzt muss ich tricksen, das nützt ja nichts. So kann man nicht tricksen. Brauner.
Nee, wenn das so weitergeht, dann wird das aber nichts mehr hier. Vielleicht nicht ganz so fies tricksen. Ja, so ist besser. Ich habe gedacht, du wärst schneller, Junge. Na, jetzt haben wir noch eine Runde, ne? Ne, zwei. Oh, komm mal hier ran. Da ist so ein Honda vor uns, ne? Ja, wird nicht reichen. Alter! Scheiße! Oh, Hinterrücksecke. Okay. Naja. Das war ja auch wieder extrem toll gefahren. Aber so schlecht ist der gar nicht. Also, wenn man ihn denn fahren könnte. Wir versuchen das einfach nochmal. Ja, mach das weg. Aber dies... Ne, das sind ja Options. Ach so, ich muss das erst neu starten. Geh da wieder raus, ja. Oh, hier wollten wir hin. Okay, wir machen alles aus. Den setzen wir auf 3. Bei dem Auto ist das wahrscheinlich besser. Versuchen wir nochmal. Bisschen Konzentration jetzt. Was ist das denn für ein Schlitten hier vor uns? Ich mach mal eben so, ne? Bevor ich jetzt ewig mit dem rummache. Die anderen Rennen dürften. Die anderen Rennen dürften eh schwieriger werden, schätze ich mal. So, noch eine Runde. Schön lieb die Schikane genommen. Tipps, ich tipp das kaum an.
der bringt Vollgas. Doof. Ja, mach das weg. Raus. Atemring. Zwei Runden. Das ist dann aber eine längere Fassung vom Ort am Ring, oder? Ja, mach. Stand da gerade Cleo? Hä? Kann nicht sein. Doch, da ist ein Cleo da hinten. Ein Mittelmotor? Geh mal aus dem Weg jetzt. Okay, noch eine Runde für den Clio. Ach, jetzt ist die Runde erst vorbei. Ach du Jemini, ist die lang, die Strecke. Alter, das wird man nicht so frech hier. Alter, ist der schnell, ey. An dem habe ich ein bisschen was zu knacken, ne? Weiß ich nicht, ob das reichen wird. Die Strecke ist echt abgedreht. Ruhig, Brauner. Weil sonst ist hier immer Startziel, ne? Ist man so gewohnt. Ah ja, das ging ja. Irgendwie ging das. Also die war schon deutlich länger als der Ort am Ring, den wir so kannten, ne? Das ist eine Strecke, die ich nicht kenne. Und das wird eng sein und Kurven und so und Scheiße.
Was für Ecken? Kacke. Allein wenn ich da schon dieses komische Etwas sehe, wo wir jetzt durchfahren müssen. Oh mein Gott. Alter, wie schnell sind die bitte? Alter, wie sehr rutschig bitte. Ich glaube, wir müssen dem noch ein paar PS spendieren hier. Sonst werde ich das nicht hinkriegen. Danke. Irgendwie muss man ja von seiner Geschwindigkeit runterkommen. Zwei Runden. Scheiße. Entschuldigung. Egal. Ist eh kacke. Ich brauche eh ein paar PS noch mehr. Für das Chats alleine ja. Der ist, wenn ich jetzt noch ein paar PS da reinstecke, dann wird das die Sache nicht leichter machen. Ich verspreche es euch. Ey. Was ist das hier? Japan. Haben wir erste Mal hier Toyota. Tuning Shop. Erstmal hier das Billig-Tuning. Naja, 10 PS. Turbo können wir uns jetzt auch locker leisten. Ich sag mal, das geht okay. Das wird reichen. Das wird Full Model. Ich kann es ein Full Model Kit. Was in der Regel gar nicht so toll ist. Kann ich mich irgendwie erinnern. Was bringt das? Nein. Ich will das. Für ein Tausender machen wir das. Ausgezeichnet. Für wenigstens auf dem gleichen Niveau sein hier. ASL Garaya. Macht mir schon wieder Angst. Schon wieder die Clio. Na komm, gib frei hier. Mal gucken, ob ich diesmal die erste Kurve besser anbremse. Ich weiß irgendwie nicht, wo ich da bremsen soll. Die müssten doch irgendwo Schilder sein, oder? Irgendwie nicht. Alter. Alter, musste das sein? Zieh, Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist überhaupt nicht schneller geworden. Oh,
Och. Jetzt geh weg da. Der Knick ist mir gerade zum Verhängnis geworden, ne? Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Fahr! Ich weiß nicht, wie man rückwärts fährt. Geht aber gut ab da vorne, ey. Hoch, da soll man wahrscheinlich nicht lang fahren. Ach, den werde ich mir nicht mehr holen können, den Junge. Gott, ist der schnell, ey. Ich habe keine Ahnung. Wieder viel zu spät. Ja. Aber hätte auch so nicht gereicht, glaube ich. Obwohl der Effekt, ey. Scheiße. Mann, ey. Ja, ich könnte jetzt natürlich direkt das Rennen wiederholen. Aber ich glaube, das ist Honda NSX war das. Type S0. Das ist unser Angstgegner, der Zero. Deshalb machen wir jetzt erstmal ein anderes Rennen. Und zwar das hier. Stehender Start. Geht mal weg. Ich habe gar nicht geguckt, was die Autos mitfahren. Lass mich vor. Hey! Du Lümmel! Was ist das für eine kranke Strecke hier?
da vom Gas gehst, dann geht der aber gut übers Heck. Komm auf die Schrecke, Mann. Ja, die sind wir auch schon gefahren. Ich kann mich schwach erinnern. Schlecht aus, ne? Wenn man jetzt keine Scheiße baut, dann klappt das vielleicht. Ah, das war doch ganz okay. Hätte schöner sein können. Oh. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Gut. Nochmal die Schikane, dann war das schon fast. Etwas hastig. Ausgezeichnet. Entschuldigung. Das macht schon Spaß. Ich kann da nichts für. Ja, da war auch nicht so ein Zero bei, ne? Der Zero ist böse. Die Kohle los. Warum eigentlich nur 2000? Ich finde, ich habe 3000 verdient. Okay. Zwei Rennen müssen wir hier noch machen. Aber eigentlich hat er jetzt gespeichert. Wenn du da rausgehst, hat er eigentlich gespeichert. Aber ich mache mal trotzdem nochmal so. Wegen der Sicherheit. Wir sind bei 33 Minuten. Den Rest heben wir uns für das nächste Mal auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wäre geil. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.